Hallo und herzlich willkommen zurück hier von der Tanke in Alaska. Ich glaube, die haben nicht viel Durchgangsverkehr, oder? Nee, ich glaube eigentlich auch nicht. Der Yankee ist auch wieder dabei. Könnte aber an diesem Felshindernis da hinten liegen. Müssen wir das beseitigen. Hallo Yankee. Hallo Zuschauer. Und wir müssen, wir müssen noch was aufklären. Wir haben nämlich wirklich einen sehr, sehr merkwürdigen Bug. Ich habe jetzt getankt. Hast du auch getankt? Ja, aber ich kann es gleich nochmal tanken, weil es schon wieder halb. Und ich sag noch, mach den Motor aus. Wir haben einen sehr komischen Bug. Bei mir wird hier hinten der Anhänger an dem LKW nicht angezeigt. Beim Yankee schon. Das heißt, der Yankee müsste mal eben den LKW holen, damit der Anhänger dran bleibt. Gut. Und dann haben wir ja die Mission. Oh. Oh. Was ist jetzt passiert? Ich bin in diesen Anhänger umgestiegen und jetzt ist dabei ist der Anhänger abgegangen. Ich bin in den LKW gegangen, der Anhänger ist. Und ja, und ich liege jetzt hier auf der Seite. Liege ich jetzt wenigstens bei dir auch auf der Seite? Steht der Anhänger jetzt auch bei dir da so auf 7:30 da hinten noch? Ich kriege sollte davon eigentlich mal einen Screenshot machen, weil das eignet sich wieder super für ein Thumbnail. Und dann denken wieder alle, dass ich das war. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wie geht das? Einfach auf Druck? Weiß ich nicht. Und dann kann man, also früher ging das auf Windows, dass man Druck drückte und dann hat ja, man. Ja, ich mach das immer mit dem Aufnahmetool. Sophisticated, weißt du doch. So. Ich zieh dich mal gerade. Oder hast du Screenshots gemacht? Ja, ich habe einen Screenshot gemacht, ja. Geht nicht. Also, und da ist der Anhänger jetzt mitgeflogen. Ich habe nur auf der Map gesehen, dass das Fahrzeug sich ganz schnell, aber der Anhänger steht da immer noch bei mir da hinten. Ja, bei mir steht der Anhänger ungefähr da, wo eben noch dieser LKW war. Und da bin ich einmal quer durch die Luft geflogen. Ja, Mensch, dieses Spiel funktioniert ja hervorragend, oder? Jo, das Ding jetzt, wie kriegen wir dich denn jetzt weg? Bist du da drin noch im LKW? Ja. Ja, ich bin noch da drin. Hallo! Du müsstest mich jetzt mal hier mit der Winde. Es geht halt nicht. Ich versuche es schon jetzt Zeit, aber ich will nicht. Kannst du es nicht an der Seite machen? Ja, habe ich ja schon, geht nicht. Tut sich gar nichts. Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, um das mal vorsichtig zu sagen. Challenged, we are challenged. Ach nee, das ist was anderes, ne? Ich versuch's mal mit dem größeren Ding. Manchmal ist größer ja besser. So, abstellen, wechseln. Hast du ja auch schon irgendwie eine 8 reingefahren in den LKW? Wenn du schon den anderen LKW... Wir suchen jetzt den Reifen rum. Ist der abgeflogen oder was? Weißt du, das sind meine Fahrzeuge. Was machst du damit? Was soll denn das? Da liegt ein Reifen rum? Ja. Ich habe hier aber noch alle Räder dran. Besser Arm dran als Rad ab? Nee. Irgendwie so. Wo ist denn der Schwerpunkt? Vorne beim Förderhaus, oder? Nehme ich mal an. Naja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter hinten. Das Förderhaus ist ja nur aus Blech und die Ladefläche, die ist aus Stahl, weil die muss das aushalten. Aus Gott auf Stahl. Warte mal, das ist auch dafür. Aus Gott auf Stahl. So, was? Was geht denn jetzt hier? Ja, du weißt, oh. Da war er gerade kurz. Kannst du vielleicht auch deine Winde mit irgendwas verbinden? Nee, ne? Hier nochmal? Nee, ich hab keinen. Der Motor ist abgesoffen. Also ohne Motor geht, glaube ich, auch die Winde nicht. Ach, guck mal, hat doch geklappt. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir hängen, weil dieser LKW stärker ist mit Allrad, hängen wir hier den Pritschenwagen an. Wir müssen jetzt zweimal Öl mitnehmen, ne? Unsere Polarstation, oder was war unsere Mission? Ja, wir müssen zweimal Kraftstoff mitnehmen. Wo ist denn jetzt der Anhänger bei dir? Bei mir ist er immer noch hinten. Ja, bei mir nicht. Soll ich dann den Anhänger holen? Dann ist nicht so weit. Okay. Jetzt komme ich dann nicht ins Fahrzeug rein. Ja. Rein.
Ja, du musst ja auch nur aussteigen aus dem Fahrzeug. Ja, ich wollte direkt in das andere rein, aber ich kann es nicht anklicken. Warum kann man das manchmal nicht anklicken? Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, weil du da drunter klicken musst. Ja, weiß ich, aber ich kann auch nicht da drunter klicken. Vielleicht, weil ich da drin bin? In welchem bist du denn? Bist du in dem LKW? Nee. Ich bin in dem... Achso, du bist in dem Jeep, deswegen komme ich nicht rein. Ja, okay. Dann ist natürlich klar. So. Okay. Ich tanke den dann schon mal. Jetzt ist der wieder so gesprungen. Was machst du denn, du? Was machst du denn, du? Ja, jetzt ist er wenigstens nur ein bisschen auf und ab gehüpft. Der Yankee glaubt übrigens, dass ich jetzt nicht gemerkt habe, dass er mit Hilfe dieses Tricks wieder den guten LKW bekommen hat. Und ich lasse ihn jetzt einfach noch mal ein bisschen im Glauben, dass ich es nicht gemerkt habe. Und, um dann gleich irgendwann darauf hinzuweisen, dass mir das selbstverständlich aufgefallen ist. So, ich lade dann schon mal, was wir brauchen. Wir brauchen allerdings auch gar nicht notwendig, dass du das nicht bemerkst. Es ist einfach nur, es reicht völlig, wenn wir das so lassen. Ich lade jetzt mal auf. Was brauchen wir hier? Ich habe die Missionsverfolgung nicht. Zweimal Öl, ne? Ja, genau. Nee, Kraftstoff. Ich weiß nicht, ob wir das hier aufladen können. Fahrtverwaltung. Okay, zweimal. Genau, zweimal. Gut. So. Jetzt versuche ich den Anhänger nochmal anzuhängen. Mhm. Es geht ohne, dass wir über die komplette Map fliegen. Ansonsten könnten wir... der Anhänger steht bei mir jetzt aber hier unten. Achso, du ja auch. Okay. Hä? Wo kommt der... Was passiert denn hier? Ja, vielleicht hat er sich jetzt mal wieder synchronisiert. Wie hängt man denn den Anhänger an? V, Anhänger ankuppeln. Oder von Hand mit den dahin ziehen. Ich hab mein Rohr verloren. Oh, Marie. Lieferung für, was war denn das? Polarbasis war das, ne? Ja, genau. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt zum nächsten Lager fahren. Ich fahre dann einfach mal hinter dir her. Oder sollen wir das schon mal abliefern? Ne? Wir fahren nochmal. Ah, da sind unsere ganzen anderen Fahrzeuge auch noch vor uns. Wenn wir weiterfahren, ne? Ich komme mal hinter dir her. Na komm, Dicker, komm. Was denn jetzt? Komm! Ankoppeln, Anhänger steht zu weit weg. Das Öl wiegt ganz schön, ne? Ich wollte es nur anmerken. Alter, ey, das Spiel macht mir Angst. Wie das gerade geruppelt ist. Hast du es auch gesehen? Ja, das hat bei mir auch geruppelt. Aber gut, das ist beim Anhängen des Anhängers, kann ich mir das ja grundsätzlich mal noch vorstellen, okay, dass das so ist. Ne? Dann? Naja, wie viel Ladekapazität haben wir denn? Also ich habe hier noch, ich kann hier wahrscheinlich noch 4 Dinger laden, ne? Mhm. Und du bist wahrscheinlich voll. Sowas, wie soll ich losgehen? Ach nee, das ist ja jetzt eine Alaska-Map. Dann halt wie ein Schlittenhund. So, was ist denn jetzt hier? Wollen wir mal fahren oder wollen wir jetzt ich muss nochmal tanken gehen hier. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Sprit, fällt ich mir auf. Gut, dass mir das noch hier direkt neben der Tanke einfällt. Ja, dann tank mal schön. Ich fahre da schon mal ein Stückchen weiter. So, wo muss ich dann hin? Kannst ja eigentlich auch... schon mal zu unserer anderen Basis fahren, wo wir jetzt zuletzt waren. Ja, zu diesem... da, wo wir das halt abliefern müssen, ne? Nee. Ich würde jetzt erstmal zum Anhängershop fahren, weil da müssen wir ja auch was holen. Und das ist ja nur ein paar Meter. Und dann fahren wir zur Polarbasis. Ja, und wo willst du das Zeug, was wir dann... Das willst du dann einmal angucken, oder wie? Du hast doch einen LKW mit 2 Ladeflächen. Ja. Ja. Aber dann kannst du... Guck mal, ich gehe jetzt erstmal tanken. Das dauert jetzt erstmal. In der Zeit kannst du dein Zeug doch schon mal wegbringen gehen. Ob ich wohl das verlorene Rohr, die Mission, auch dann immer aktiviere? Ja, ne? Nein, die haben wir ja schon aktiviert, ne? Kann sein. Aber du darfst jetzt jedenfalls... an dem Anhänger da vorbeifahren. Ich bin gerade in der Map, ich sehe nichts. Warte. Na
Achso. Wenn ich daran vorbeikomme. Wer hätte denn ja so doof geparkt? Warum hast du den denn da abgestellt? Ihr meinst, ich will ihn jetzt mitnehmen zur Tanke. Na, der Scherz war, dass du den da gar nicht hingestellt hast, sondern der ist dahin geflogen. Warum hast du den da so komisch da hingestellt? Ich geb's auf. Ist der bei dir da hingeflogen aus Out of Nowhere? Ich dachte, er sei da hingeflogen, weil er auf einmal da stand und ich ihn da vorher nicht gesehen hatte. Ist egal. Spiel das Spiel weiter, komm. So. Hä? Warte mal. Wieso hab ich den jetzt nicht? Ich habe jetzt einfach da auf der Tanke gewesen, habe ganz oft tanken gedrückt und bin dann weitergefahren. Jetzt gucke ich auf die Tankanzeige. Ist ja gar nicht mehr geworden. Was ist das denn? Also nochmal. Okay. Musst du F drücken wie Vollladen. F? F? Ja, ich habe natürlich jetzt den scheiß LKW beladen, ne? Der kein Allrad hat und nix. Oh je, oh je, oh je. Wie soll ich denn... Oh. Also jetzt habe ich voll... Komm gar nicht der wird wieder leer. Der geht von selber... Die Soße läuft wieder raus. Ja, dann ist er kaputt. Du musst reparieren. Das ist zu sehr kaputt gefahren. Da steht ja auch Service-Garage, ne? Hm. Gucken wir, ob das geht. Weiß ich nicht. Oder wir müssen dann erst ein Fahrzeug mit einem Werkzeugwagen holen und dann darin. Ich komme auch aber nicht mehr weiter. Ich habe mich festgefahren. Eigentlich ziemlich heile. Das Einzige, was ein bisschen kaputt ist, ist die Federung. Und die ist nicht sehr kaputt. Also die ist nur ganz bisschen. Das ist eigentlich. Ja, aber offenbar ist der Tank leck. Das ist ein Schadensbild ist im Spiel. Warum fährt der denn jetzt nicht? Ja, aber der Tank, es wird noch als ganz, also der Tank hat hier 50 von 50 Punkten. Gut. Wie gesagt, es ist ein Schadensbild. Es ist denkbar, dass es darin liegt. Warum fährt der LKW nicht? Hä, warum fährt er nicht? Hä, was ist denn jetzt? Ich bin jetzt gerade sehr verwirrt. Ist der auch kaputt? Nee. Hat Sprit? Was ist denn das? Ich glaube, das Spiel fällt gerade auseinander. Also so richtig Release-Status hat es nicht irgendwie, oder? Nee. Ach, jetzt geht's. Vielleicht. Spielstand mal neu laden oder so. Lieber nicht. Es geht jetzt gerade. Warte mal. Oh, die Straße ist komplett überschwemmt hier. Warte mal, wo muss ich jetzt lang? Geradeaus, ne? Ich gebe mal Gas. Ja, dafür geht's bei mir halt nicht, ne? Also ich kann hier tanken und dann geht der wieder zack zurück auf den Wert, den er vor dem Tanken hatte. Ja, das und es wird auch immer weniger. Also das, selbst wenn der Tank kaputt wäre, dann müsste der ja eine Funktion haben, die immer so ein paar Sekunden, nachdem man getankt hat, so plopp macht und es ist alles weg. Du hörst das. Zufällig auf dem Wert. Wenn der Tank kaputt ist, dann kannst du das hören. Die haben so ein Geräusch dafür. Also der Tank ist nicht kaputt, aber ich kann halt nicht nachtanken. Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Warte mal. Dann müsstest du jetzt erst in ein anderes Fahrzeug reinspringen, ne? Ja, ich bin schon dabei. Wieso fahre ich jetzt rückwärts? Ich hab doch die Handbremse. Hier ist übrigens ein Warnschild. Be prepared for the unexpected. So, hast du Platz gemacht? Ja, ich hab Platz gemacht. Okay. So, dann gucken wir mal. Tanken. Mir geht's. Ja, prima. Und wieder ist ein Problem gelöst. Das ist aber schon ein bisschen strange. Na gut, ich komm da mal. Du kannst ja dann mit dem anderen weiterfahren. Du musst aber erst den LKW anhängen. Der hat sich gelöst, weil da ist aus Versehen, also, wie soll ich sagen? Gut, dass da eine Leitplanke war. Trifft's vielleicht ganz gut. Mhm. Ach nee, es ist jetzt Winde. So doof. Das
geht über das hier, ne? Weißt du kurz. So geht's. Gut. Da kommen wir mal vorbei. Aber sehr merkwürdige Fehler, ne? So, dann ja, ja, so ist das, ne? Dann fahre ich schon mal zu dem, wo unsere anderen Fahrzeuge stehen. Oh. Oder auch nicht, weil ich... Oh je. Boah, ich muss aber schon ziehen hier. Bei mir ist auch interessanterweise kaum was kaputt an diesem LKW. Bei mir ist an dem LKW auch nichts kaputt. Achso. Wieso hast du dann gesagt, dass der LKW wahrscheinlich kaputt ist? Ich hab gesagt... Entschuldigung. So. Ja, also auf diesen Straßen kann man es aushalten, würde ich sagen. Wo müssen wir jetzt lang? Achso, du fährst zur Polarbasis oder was? Soll ich da auch hinkommen? Nee, ne? Lohnt naja, nicht. Bis wo ich bin, ist der Weg noch der gleiche, ne? Hä? Ja, du bist an der Polarbasis vorbeigefahren, oder? Ach nee. Nee. Ich hab falsch geguckt. Mein Fehler. Du fährst jetzt zum Tunnel, ne? Auf eine andere Karte. Hm? Du fährst gerade zu dem Tunnel, du verlässt ja, ja, die Karte. Nee, ich hab falsch geguckt. Wie ich gerade ja schon sagte. Das war alles geplant. So, das darf jetzt keiner sehen. So. Gut, dass gerade die Aufnahme pausiert ist. Es gibt das unendlich viele Kommentare. Da bin ich ja sehr beruhigt. Was hast du denn wohl gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Ist das hier wirklich schneller, was ich hier mache mit dieser Winde? Ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie so den Eindruck, ich probier mal aus, wie der sich hier... Ich probier mal aus, wie der sich hier normal fährt. Oder, warte mal, ich... Nee. Ich weiß auch nicht. Ich probier jetzt mal einfach mal aus. Denk dran, die Motoren abzustellen, wenn du ein Fahrzeug verlässt, ne? Ja. Gut, dann bin ich jetzt wieder on track sozusagen. Ja, mal gucken, ob ich da an der richtigen Stelle rauskomme. Oh, was? Übrigens, ja, wir haben ein fantastisches Community-Discord. So. Ja, also diese KI dahinter ist offenbar scheiße, weil das fährt sich nämlich ja... Der fährt ja dreimal so schnell, wenn man da mit dem Ding fährt. So, das ist die, wo es jetzt hier links zur Polarbasis geht. Wollen wir dann jetzt zusammen die Waren abholen in der nächsten Folge erst noch? Dann fahren wir zusammen zur Polarbasis. Dann lade ich eben noch kurz auf. Du hörst mich doch eh ein, oder? Du hast ja eh... Du hast ja nicht einen Anhänger. Uwe, ich bin dann leer und guck dir dann in der nächsten Folge erstmal zu, während du das da hinfährst. Das ist für die Zuschauer nicht so spannend. Aber wie du möchtest. Ja, also das ist ja fast. Du kannst auch einfach jetzt hier zu dem Anhänger, zu dieser Fabrik fahren. Mhm. Und ich fahre schon mal vor zur Polarbasis, oder? Stört das irgendwie? Das ist schlecht, also. Und dann kommst du wieder raus und ich fahre dann dahin und dann komme ich wieder raus und dann fahren wir weiter. Oder du wartest, wir fahren zusammen hin und fahren zusammen weiter. Das wären jetzt die beiden Optionen quasi. Aber mir ist es egal, du. Ja, du, dann fahren wir zu der Fabrik. Wie du möchtest. Du bist ja der Gast, ne? Der Gast ist der König. Was... Schön. Was muss ich denn hier laden? Metallplanken wahrscheinlich, ne? Das sieht aus wie ein Stahlwerk. Metall oder Ziegel halt, je nachdem, was du da kriegst. Kraftstoff hast du ja dabei, ne? Ja. Dann gucken wir mal, was kriegen wir denn hier? Guten Tag. Ding Dong. Guten Tag. Ich möchte gerne kaufen. Metallplanken kriege ich hier. So. Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Ziegel kriege ich hier aber nicht. Pass auf, dann bringe ich mir eben die Metallplanken. Lass den Anhänger hier stehen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.